Außerdem ist es vollkommen unlogisch zu denken, dass genau in dem Moment, wo sich unser Verstand Phänomene nicht mehr erklären kann, sofort das Absolute beginnt. Abgesehen davon verschiebt sich diese Grenze ja immer weiter zu unseren Gunsten. Früher dachte man, Sonnenfinsternisse und Nordlichter wären Zeichen der Götter. Heute wissen wir es besser. Und so wird das immer weitergehen. Es gibt nur 10 Dimensionen. Das hat man ausgerechnet. Das ist für uns Menschen vielleicht ein bisschen unübersichtlich, weil wir nur in der 3. Dimension leben. Aber wir haben den Bereich, in dem er sich verstecken könnte, schon mal eingegrenzt. Lieber Gott, jetzt wird's enden.